Oh, hey, ich kann mir vorstellen, du hast jetzt bestimmt die Schnauze voll von dem Thema, aber das muss jetzt sein. Es geht natürlich mal wieder um unseren Freund Siren Head. Ihr wisst schon, das gruselige Ding... Das gruselige Ding, was Geräusche in der Nacht und... Auf jeden Fall kam von dem einen auf den anderen Tag diese ganzen Siren Head-Spiele und ich wusste vorher gar nicht... Okay, was ist das? Okay, wo waren wir stehen geblieben? Von einem auf dem anderen Tag waren so viele Siren Head Spiele da und davor habe ich noch nie in meinem verdammten Leben was von Siren Head gehört. Deswegen gucken wir uns heute Sachen an, beziehungsweise Momente, in denen Siren Head im echten Leben entdeckt wurde. 5 Siren Head caught on camera and spotted in real life. Ja, diese verdammte Kreatur soll es auch irgendwo im echten Leben geben. Ich weiß, verstörend. Aber bevor wir mit dem Video anfangen... Kurze Werbung. Leute, wer kennt von euch das Spiel hier? Es ist nicht schwer. Ich gebe euch einen kleinen Moment. Ratet. Und zwar wurde ich gefragt, ob ich Lust habe, Final Fantasy 14 zu spielen. Und Leute, ich habe schon wirklich so viel von dem Spiel gehört, aber ich habe es noch nie gespielt. Also, können wir doch gemeinsam anfangen. Man kann nämlich jetzt Final Fantasy 14 kostenlos spielen, bis Stufe 60 inklusive der Erweiterung Heavensward. Und das komplett kostenlos. Also, falls ihr Lust habt, dem Abenteuer beizutreten, ne? Zu dem Datum lade ich ein Video zu Final Fantasy hoch. Ladet euch jetzt die Testversion kostenlos herunter und wir fangen gemeinsam an. Erster Link in der Beschreibung. Okay, wir sind wieder zurück. 5 Momente, wo Siren Head im Real Life gesehen wurde. Number 5. Dieser Siren Head wurde gefilmt in einer kleinen Stadt in den Snowy Mountains. Okay. Yo, aber das sieht alles andere als Real Life aus. Ich meine, ich bin kein Computerprofi oder sonst was, aber selbst ich sehe, dass der eingefügt ist. Ich meine, der sieht so animiert aus. Und wenn er wirklich im echten Leben da gewesen wäre, wären die Leute doch schon längst aus den Häusern rausgerannt und irgendwie in die andere Richtung abgehauen. Mir kann kein Mensch der Welt sagen, dass das echt ist. Nummer 4. In dem Video sehen wir einen gigantischen Siren Head. Er ist unter den Häusern und inaktiv. Was soll inaktiv bedeuten? Für mich sieht er ziemlich aktiv aus, Alter. Der bewegt sich. Aber das ist niemals echt, oder? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welches Video für euch am echtesten wirkt und welches am wenigsten. Weil na klar, darunter gibt es viele Fakes. Nummer 3. Das könnte echt sein. In diesem Video sehen wir einen Siren Head, der durch die Bäume läuft. Die Person, die das gefilmt hat, hat versucht, Siren Head zu finden und ihm zu folgen. Aber die Suche war unerfolgreich. Wieso versucht man nochmal so eine Bestie zu folgen? Alter. Wenn ich das sehen würde, würde ich so hart rennen. Ist er gerade angehalten, ne? Ah! Oh Gott! Niemals! Auf gar keinen Fall. Wohin läufst du? Ich sehe nichts. Ist er noch hinter dir? Yo, wie lange möchte er noch laufen? Ich möchte was sehen. Das war's. Okay, die Kamera ist ausgegangen. Nein, warte mal, die liegt da jetzt einfach nur. Der Mensch ist anscheinend weg. Oh. Yo, das wäre creepy. Alter. Nummer 2. Dieser Siren Head wurde gefilmt in Kalifornien. In Kalifornien? Also das wäre zumindest überall in der Zeitung gewesen, oder? Ich meine, da brennt es verdammt oder so. Aber das sieht schon echt aus. Nein, es brennt nicht. Das ist einfach nur der Sonnenuntergang. Verdammt, sowas könnte echt sein. Oh Gott. Das Problem ist, ich bin ein Mensch. Ich glaube ja nicht wirklich daran. Aber ich schließe es nicht aus. Sowas könnte echt sein. Oh Gott. Nummer 1. Okay, 1 ist wahrscheinlich der... Dieser Siren Head wurde in den
Wäldern gefilmt. Die Kamera flackert auch schon, das heißt, man erkennt nicht alles ganz gerade. Wahrscheinlich wurde das extra gemacht. Kann ich aber jetzt noch... Oh, verdammt, da war er doch oben. Wieso geht er weiter mit der Kamera? Du kannst doch nicht die Kamera einfach weiter zoomen. Das geht nicht. Das Problem ist, bei so welchen Videos ist es halt immer so, dass die Kamera entweder schlecht ist oder irgendein Filter draufgelegt ist, damit man das nicht richtig erkennt. Also ich gehe mal davon aus, dass wirklich alles davon fake ist. Aber, this video was created for entertainment purposes only. Bruh. So, was sagst du mir jetzt? 5 Yeti-Videos, 5 Slenderman-Videos. Alter, das sieht aber auch ziemlich krank aus, oder? Aber wir sind heute bei Siren Head. Falls ihr mal sowas über Slenderman sehen wollt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich habe Siren Head auf Kamera aufgenommen, vor einer Woche. Zeig her. Warnung. Geh niemals raus, wenn du Sirenen hörst. Hört bitte nicht auf diese Warnung, weil es könnte sein, dass das Evakuierungssirenen sind. Und dann solltet ihr schon rausgehen. Also bitte hört nicht da drauf. Natürlich, ich gehe niemals raus. Okay, das ist definitiv fake, aber ich möchte mir es trotzdem mal ansehen. Let's go. Da läuft er einfach. Wahnsinn, was macht er da? Okay. WTF? Und das fällt niemandem sonst so auf? Okay, Arschbombe. Let's go. Das ist aber gut gemacht. Extreme Gefahr. Und jetzt läuft er weg. Das war's? Alter, okay. Aber es war der Wahnsinn. Siren Head Default Dance. Was? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich wollte halt echte Momente sehen, wo man Siren Head gesehen hat. Sowas in der Art. Das sieht sowas von fake aus. Das sieht ja sowas von fake aus. Allein wie er läuft. Das kannst du auch niemandem antun. Das ist ja nicht mal gut eingefügt. Das ist total schlecht. Finden wir vielleicht da noch ein gutes Siren Head Video? Ich weiß es nicht. 1:11. Siren Head on camera in real life. Hound Siren Head. Okay, warte, ich guck mir das einmal komplett an. Das ist definitiv irgendwie nachgemacht, gefilmt, aber trotzdem. Da steht Siren Head auf einer Wolke. Ach nein, er steht in den Wäldern drin. Sieht fast aus wie eine Wolke. Alter, okay, der ist ziemlich schnell. Das sieht ehrlich gesagt verdammt gut aus. Yo. Okay. Lustig, dass gar kein Wasser nach oben spritzt, wenn er da reintritt, aber egal. Ich achte ja nicht auf Kleinigkeiten, ne? Guckt euch das an. Nee, ich muss gar nicht auf Kleinigkeiten achten. Die machen das von sich aus schon größer. Da spritzt gar kein Wasser. Nö, der geht da einfach durch. Ich finde das so schlimm, dass die überall hinschreiben. Siren Head in real life. Caught on camera. Das Problem ist halt, diese Videos sind alle fake. Und nicht mal so gut fake, dass man sagen könnte, oh, das könnte vielleicht sogar stimmen. Nein, die sind echt alle fake. Und das auf dem schlechtesten Niveau. Alter, wieso ist denn das Video 1 Minute länger als das Video, wenn genau dieselben Clips da drin sind? Verstehe ich nicht. So wie geplant ist das Video leider nicht aufgegangen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Schreibt einfach Hashtag Slenderman in die Kommentare, wenn ihr sowas nochmal mit Slenderman sehen wollt. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Like und Abo nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.